Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Gating Your Horizon. Ich hoffe, dass diesmal alles klappt und dass wir jetzt auch die Folge durchkriegen. Ich richte meinen Computer hier auf, aber das soll euch nicht stören. Ich habe bei mir im Pack Rezepte geändert bzw. hinzugefügt. Und zwar, wenn man dieses Holz standardmäßig in eine Säge schmeißt, passiert richtig nichts, weil GT++ vergessen hat, dieses Holz sozusagen mit dazu zu packen. Also bin ich hingegangen, Message, und habe hier in die Cutting Machine das reingemacht mit 7 EU, 10 Sekunden, 6 Holz, 1 Wood Pulp oder 3 Liter, 20 Sekunden, 2 Wood Pulp und 4 Holz oder mit Wasser. Geht auch. Ja, dass es nicht heißt, ne? Ja, schön, dass du das gemacht hast. Wir gehen mal durch die Cutting durch. Oakwood. Da ich nachgeguckt habe, Reinforced Oak ist Oak. Man kann schön links, rechts machen. Es ist gleich. Ich habe es halt genauso angepasst. Ja. Das war mal Rezeptänderung. Wie gesagt, ich werde jetzt dann ab und zu Rezepte, die wo ich zum Beispiel für hinten noch reinpassen, auch mit reinmachen. Aber da werde ich jetzt eine große Sammlung machen. Und wie gesagt, ich bin ja noch dabei, auf jeden Fall Agricraft soweit noch zu implementieren, dass das auch noch kommt. Weil wie zum Beispiel, es gibt ja dieses das Meat. Ja, und genau das da. Mainz Meat. Ja, und wenn ich jetzt Mainz Meat habe, dann kann ich da draus kein anderes Mainz Meat mehr machen. Ja, das ja, finde ich halt auch schade, vor allem wenn es Mainz Meat gibt und guckt Mainz Meat. Also, bin ich dann noch mal überlegen. So, dann ja. Aus dem Gartencenter haben die anderen sich schon gestern lustig gemacht, ist mittlerweile eigentlich eine Baumfarm geworden. Wobei es halt momentan wirklich nur dafür da ist, dass ich halt Blätter und so weiter erhalte, damit ich Plastik herstellen kann. Und wir haben auch festgestellt, wenn ich mal schnell F9 anmachen darf. Ich stehe ja meistens drüben, ja, hier in der Werkstatt. Weiß ja, Werkstatt. Und wie es aussieht, Lederbiss genau hierher. Und diese Fässer waren noch das letzte Mal hier gestanden. Und ich komme halt her und hau hier 4000 Säpplinge, so ein Fass Säpplinge hin. War halt die ganze Zeit drüben, hab drüben Sachen vorbereitet. Komm zurück, schau hier rein, also komm hier hin, schau auf das Fass und dann steht genau diese Zahl, die ich hier lese, auch da. Habe ich mir gedacht. Und dann schaue ich hin und dann sehe ich, ja, es sind 2000, 2000 Säpplinge weg. Haben wir gedacht, okay, funktioniert alles. Aber es kommt nichts an. Ja, ich stehe halt hier und schaue drauf und auf einmal läuft halt die Zahl hoch. Denke ich mir, okay, keine Ahnung, passt schon. Lauf wieder rüber, komm wieder zurück, ist das Fass leer.
Und da steht halt noch genau dieselbe Zahl dort, wo ich gegangen bin. Oder ich glaube zwei höher. Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, das heißt, die Pipe hat es unten rausgezogen, hat das rübergepackt, wollte sozusagen in den Drawer packen. Der Drawer war es, wie aussieht, dann nicht geladen. Und dann hat die Pipe das gevoidet. Da war ich begeistert. Total. Könnt ihr euch ja vorstellen. So, an dem Projekt werden wir jetzt dann arbeiten. Das wird dann die Bank sein, weil, wie gesagt, genau deswegen haben wir angefangen. Dann habe ich das auch gerade euch erzählt, wie ich in den Chunks, weil, wie gesagt, die Bank muss irgendwie die Coins mir produzieren. Und dass, wenn wir nicht auf dem Server sind, dass die Chunks halt weiterhin geladen werden. Zum letzten Mal, das Gebäude habt ihr, glaube ich, ja schon so gesehen. Da hat sich nur ein bisschen was verändert, dass jetzt sozusagen hier der Raum noch dazugekommen ist. Großartiges. Und in diesem Bereich hier hinten. Den habe ich ein bisschen noch umgestaltet oder neu gestaltet. Und zwar, ich habe hier waren die Pfosten drin, habe ich mir gedacht, ey, ich mache jetzt da so Elemente rein. Und also sozusagen tragende Konstruktion. Ob das wirklich auch wirklich tragen würde, keine Ahnung. Ich finde, schaut cool aus, also lasse ich so. Hier wird dann noch Glas hinkommen, dass dann der Raum auch geschlossen ist. Denn das Ding wird erstmal nicht größer werden. Wenn ich noch eins brauche, kommt noch ein zweites daneben. Aber nicht halt als Einzelgebäude. Genau. Wie gesagt, hier wird dann alles entstehen, was diesen Bereich betrifft. Wie gesagt, da hinten, das wird ja auch noch aufgemacht und auch nochmal sowas Ähnliches gebaut. Ja. Also das war eine Sache, wo ich gemacht habe. Und ja, ich habe das teilweise auch mit aufgenommen. Wie gesagt, mein Computer hat dann gesagt, nö, hast du nicht. So, der muss sich gerade wundern, was das hier für ein Konstrukt ist. Ja, das ist was ich auch angefangen habe. Aber das habe ich wirklich offline gemacht, weil ich mir noch bei dem Projekt gar nichts sicher bin. Achso, da ist der Miner drin. Ja, die sind gerade nämlich dabei, die Fläche hier hinten komplett auszuheben und ziehen auch gleich mit dem Miner die ganzen Erze raus. Dass dann irgendwo Mut zur Lücke entsteht und dann wir einen Monster-Spawner haben da irgendwo. Glaube ich zumindest. Auf jeden Fall, momentan geht es noch hier um die Ecke. Und das wird irgendwann noch weitergehen, weil da hinten dann unser Zoo entstehen wird. So, dann erkläre ich mal jetzt diesen Bereich hier. Und zwar, ihr seht hier schon den Zaun, aber der ist mir schon zu niedrig, weil er geht eigentlich viel tiefer runter. Aber das muss noch ein bisschen höher werden. Ich glaube, um einen oder einen Block oder so werde ich den noch höher ziehen. Und dann wird das sozusagen so eine Art großer Baum, da wo dann vielleicht auch noch ein, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das jetzt dann ein reiner toter Baum wird, der halt dann innen auch teilweise hohl ist, oder ob das ein Baumhaus noch mit wird, das wird man alles sehen. Das machen wir ja dann auch zusammen. Wie gesagt, habe dann hier meinen Bereich. Nicht wundern, hier sind auch Türen drin. Das heißt, wir werden dann irgendwann auch hier noch hoch können. Ich glaube hier. Nein, habe ich auch schon zugemacht, okay. So, hier wird es dann irgendwann hochgehen, falls dann ein Baumhaus hinkommen sollte. Ja, und dann haben wir hier den Bereich, ja, wo dann halt sozusagen ab hier jetzt dann Witchery angeht. Dann habe ich schon mal hier hinten den Bereich angefangen. Also da wird dann sozusagen die Trennung sein. Das heißt, alles, was jetzt dann hier ist, ist Witchery.
Und so eine Art, ja, Farmcraft-Garten wird auch noch entstehen. Aber wir brauchen ja auch noch paar Greatwoods und paar. Okay, da brennt einer. Ja, Greatwoods und die Silverwoods, glaube ich. Ich weiß schon gar nicht mehr bei Soundcraft, wie die Dinger heißen. Auch nicht schlecht. Ja, ihr wisst, die blauen Bäumchen. Ja, und dann soll es halt sozusagen dann irgendwann so losgehen, dass dann halt hier hinten unser Hexenturm entstehen wird. Oder was heißt Hexenturm? Unser Zauberturm. Oder unser Gebäude fürs Zaubern für Soundcraft. Und hier, genau, hier bei dir, Schweinchen, da seht ihr auch schon den Weg und dahinter geht es dann Richtung Blood Magic. Entschuldigung. Das sind jetzt die Kleinigkeiten, die wir noch folgen. Und die ich jetzt, wo wir jetzt vorbereiten. Dann hätte ich gesagt, das Lustige ist, werdet ihr gleich sehen, warum, dass ich jetzt da schon mit anfange, weil ich jetzt gerade halt das Lager sehe. Das Lager wird eigentlich meiner Meinung nach immer leerer, weil ich jetzt halt anfange. Also die ganzen Sachen, was das Essen betrifft, sind im Restaurant. Die ganzen Sachen, die es betrifft, mit Umbauen von also Saplinge und so weiter zu verarbeiten, entstehen im Gartencenter. Die ganzen Öle und sonstige Sachen im Chemiewerk. Und ja, die ganzen Sachen von der Erzverarbeitung, ja, sind jetzt halt auch in der Erzverarbeitung drin. Und ja, die Folge ist halt, wo ich das gemacht habe, komplett flöten. Tut mir leid. Und ja, wir haben jetzt sozusagen den zweiten Bereich auch aufgebaut. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Maserator. Der Maserator verteilt die Dust wieder zurück zu der Kiste hier. Oder der verteilt es dann weiter an die Advanced Overwashing Plants. Gehen dann hier in diese Kiste. Diese Kiste verteilt die Dust wieder zurück. Dann habe ich hier oben Voltage Types. Und ich wollte keinen zweiten Superbuffer bauen, weil ich das für einen Schwachsinn empfinde. Also bin ich hingegangen, habe gesagt, okay, wir machen jetzt hier eine Leitung nach drüben. Dann geht das auch nochmal hier rein. Dasselbe habe ich auch hier. Ne? Also da seht ihr die rote Farbe. Da habt ihr sozusagen die schwarze Farbe gesehen, weil das ist das hier. Ja, und dann geht das weiter in den Superbuffer und der macht dann die Dust draus. Ja, geht halt dann da rein. Aber das ist mir dann auch egal. So, und dann geht es halt hier rein in die Sifter. Dann wird es verdongelt und geht hier rüber. Und diesen Raum habe ich jetzt, haben wir dann komplett hochgezogen. Und dann habe ich angefangen, hier hinten sind alle Dusts, oder nicht alle, aber die ersten Dusts halt. Bis jetzt sind hier alle welchen, die man nochmal verarbeiten muss. Wie gesagt, der Raum wird ja dann, oder das Gebäude wird ja dann da hinten entstehen. Aber ich vermute, das wird einfach nur ein Gebäude und geht weiter. Und auf der Seite sind dann auch die normalen Erze. Ja, ich habe dann ja hier sozusagen ja meine Kiste, wo ich jetzt aufmache und sehe, aha, okay, ich habe jetzt Electrum Dust. Ja, nehme jetzt mein Electrum Dust raus. Dann schaue ich, okay, Electrum Dust habe ich noch nicht und pack's erstmal dahin und dann zieht er mir automatisch ja aus den Bereichen hier das Zeug raus. Ja. Genau. Ja, dann haben wir hier jetzt dann noch weitere Type-Filter. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die habe ich auch neu noch gemacht dazu. Und zwar, ich habe jetzt hier meine Kiste. Seht ihr hier schwarz und auch alles hier sind schwarze Pfeile. Dann habe ich hier eine Kiste mit weiß und nochmal eine mit
schwarz und da oben kommt dann eventuell nochmal weiß hin. Das ist eigentlich mehr für die Drawer und das ist momentan mehr für die Kisten. Das heißt, ich habe jetzt hier meine Kiste, die wo es dann sagt, okay, ich räume dich eigentlich in mein System ein. Und alles, was jetzt halt hier nicht drin ist, wird halt nicht momentan verarbeitet. So. Das Lustige ist, es gibt leider zwei Arten von Impure. Es gibt, gehe ich mal rein, das ist der hier. Es gibt den Dust Impure. Und der erkennt jetzt zum Beispiel das nicht. Habe schon gesagt, ist mir jetzt eigentlich. Beziehungsweise nein, stimmt gar nicht. Ede Käse ist in der falschen Kiste. So, jetzt erkennt das. Und jetzt schickt das weiter zum Verarbeiten. Genau, jetzt fangen die Maschinen da hinten das Laufen an. Genau, das ist der Unterschied. Das heißt, die da räumen das da rein und die da räumen das zu den Maschinen. Aber wenn man jetzt hier sieht, ne, haben wir hier Erze. Und die bringen mir ja immer wieder mit, wenn wir sozusagen die Miner laufen lassen oder mal selber was abbauen. Aber ich glaube, das passiert mehr bei den Minern. Und jetzt habt ihr, jetzt lest es hier. Es steht da Crushed Dot. Also es steht jetzt nicht dort, pass auf, das ist Sulfur, was ich gerade vermute, ja. Das ist Sulfur Crushed. Und dann würde es aufräumen, sondern er schreibt nur Crushed hin. Und dann crasht er halt, weil er sagt, keine Ahnung, was das ist. Und ignoriert's. Also wenn jemand weiß, was man machen kann, damit das verschwindet, wir haben auch diesen Name Remover noch gebastelt, aber den haben wir auch noch nicht ganz begriffen, weil wie gesagt, wenn ich jetzt crushed, kannst du mal reinschmeißen, hier reinwerf. Oh, jetzt hat das gemacht. Das ist cool. Okay, dann funktioniert das Ding doch. Und vor allem das Schöne ist, funktioniert auch ohne Strom. Sehr schön. Das habe ich natürlich noch nicht probiert gehabt. Also, das ist hervorragend. Aber jetzt kommt noch das zweite hinzu. Das Problem haben wir auf dieser Seite. Ich nehme jetzt das mal das Gem und versuche das hiermit auch. Ja, und jetzt sagt er auch Netherquarz. Ja, und jetzt kann ich es auch wieder reinschmeißen. Jetzt müsste es eigentlich aufräumen. Jawohl. Okay, aber ich habe trotzdem ein Problem und zwar mit Ruby. Ich habe zwei Arten von Rubies. Ah, ich habe hier oben den Ruby 2, ja, nee, ich habe den halt schon rausgeschmissen. Hier noch den Ruby drin? Ja, da sieht man es am besten. So, jetzt habe ich hier den Ruby Dust 6951-2502. Und hier habe ich den 6951-2512. Also sind 10 Nummern Unterschied. Sind beide Scragtech-Varianten. Und ich kann den auch hier reinschmeißen, wie ich will. Er macht nicht den draus. Also falls da auch jemand eine Idee haben sollte, bitte in die Kommentare. Würden wir uns darüber freuen, weil wir möchten nicht alles fünfmal aufheben, sondern uns reicht es eigentlich einmal. Ja, dann habt ihr euren Spaß noch, leider noch einen Spaß verpasst. Hier war ja ein Sifter gestanden, den habe ich ja hab ich abgebaut von hinten. Und das ist ja ein MV, ne? Das sieht man ja durch das Advanced. Ja, und ich bin halt vor Freude gewesen. Und sage, okay, wir brauchen noch einen zweiten Sifter, weil der kommt nicht hinterher. Ja, und statt dass ich halt einen Advanced baue, habe ich halt einen Standard gebaut. Also LV. War natürlich schön. Also wir wissen jetzt, wenn man LV an MV aufbaut, das Kabel war, glaube ich, bis hierhin weg. Das Kabel war weg und die zwei Maschinen waren kaputt. Ein bisschen hier hat was gefehlt. Sonst war nichts. Ich habe schon gesagt, wenn das was größere Explosion gewesen wäre, hätte ich mich, glaube ich, selber gefeigt. Ja, genau. Das war sozusagen das.
Was ich gemacht habe, wie gesagt, das waren halt leider zwei Folgen, die halt jetzt nicht mehr da sind. Bin ja schon dabei, einen neuen Computer zusammenzustellen, aber das dauert halt, weil vor allem ich brauche halt eine vernünftige Grafikkarte, ihr wisst gerade selber. Grafikkartenmarkt ist leicht überhitzt. Und ja, da muss man halt bisschen warten, weil ja, ich habe keinen, ich habe keinen Esel zu Hause, der mir Gold Nuggets, ihr wisst schon. So, okay. Au. Ja, Your Veins Catch Fire. Ich liebe diesen Dialog. So, dann habe ich schon mal angefangen, jetzt hier für mich einen Bereich zu machen. Der wird auch, kann sich wieder beruhigen. Danke. Super, ausgekommen. Ja, also das wird dann sozusagen der Bereich für die Bank. Das heißt, ich habe hier einen zwei, also zwei Flügel, einen linken, einen rechten. Dann habe ich halt innen drin, werden wir halt so weitere Kleinigkeiten mit reinbauen. Und für mich wird ja auf jeden Fall auf der in der Hinsicht wichtig werden, dass halt auf der einen Seite die Schmelze mit den Endermen drin steht. Wir werden eventuell noch eine zweite Möglichkeit machen müssen, weil ich habe das Problem. Außer ich habe dafür auch eine Lösung. Da freue ich mich auch über Tipps. Wenn ich eine Schmelze aufbaue und ich habe zwei Flüssigkeiten drin, weil ich brauche ja zwei, weil ich muss ja zum Beispiel sagen, okay, ich mache jetzt Eisen rein, dass der nette Enderman, der wo da drin steht, auch die ganze Zeit permanent Schaden bekommt. Und dann kommt ja das Produkt flüssiges End raus. So. Und das flüssige End solle ja die ganze Zeit sozusagen ja eigentlich rauslaufen, damit wir ja sozusagen, ja, ist ja gut, Soundcraft, dass wir halt weiterhin so Münzen herstellen können. Ja, aber wenn ich natürlich irgendwann die Enderflüssigkeit draußen ist, dann kommt ja die neue Enderflüssigkeit obendrauf. Und das zieht er mir bis jetzt noch nicht raus. Oder ich habe noch nicht rausgefunden, wie. Also falls ihr da Tipps habt, rein in die Kommentare, freue mich. Vielleicht finden wir auch noch gemeinsam eine Lösung, aber ja, bis jetzt fällt mir halt noch nichts ein. So, dann haben wir jetzt schon mal Measure Tape. Das heißt, wie lang ist jetzt unser Grundstück hier hinten schon mal? Das ist schon mal 15. Hätte mal gesagt, ich bleibe auf jeden Fall 3 weg. Wären noch weitere 17. Dann hätte ich gesagt, dann gehe ich jetzt noch mal. Mache ich jetzt noch mal hier zwei rein. Und das noch mal 6, dann haben wir noch 11. Das müsste eigentlich vollkommen reichen. Kann jetzt halt auch sein, dass ich dann das Gebäude noch mal kürze, weil es vielleicht dann doch zu breit ist. Aber momentan ist das Ding 46 groß. Aber das sehen wir. Wie gesagt, ist halt, hat halt momentan für mich ein bisschen Priorität, weil wie gesagt, ich möchte eigentlich irgendwann so weit sein, dass ich sage, okay, vielleicht können wir auch genügend Münzen herstellen. Wenn wir auf dem Server sind, dass man sagt, okay, ich habe zu viel produziert, das juckt mich jetzt erstmal dann nicht mehr, bis wir soweit alles abgearbeitet haben. So. White Anemone. Tulpen. Die ist weiter hinten.
Der Tulip dann hellblau, das ist der da. Vorne. Ja, dann haben wir schon mal das wieder weg. Also die Tulpen, also die Blumen, die werden zum Beispiel definitiv auch ins Hauptlager kommen. Ja, haben wir festgestellt, also wenn wir die Hochregale drei hoch machen und ich nur die eine Seite beackere, dass dann ich gar nicht mehr weiß, was auf die andere Seite kommen soll. Dahin. Das ist das ganze Zeug. Ach, dann muss ich euch noch was zeigen, dann später. Schluss von der Folge, was ich unter dem Gebäude gemacht habe. Da kommt ja auch noch was dazu. Ich habe hier meine Steine geholt, weil braucht mehr für den Untergrund. Und meine Idee ist halt bei der Bank, dass ich halt sozusagen das auf einen Sockel hebe und dass man halt dann reinläuft, dass das ein bisschen erhoben ausschaut. Werden wir jetzt halt dann immer wieder peu à peu weiter bauen. Dass wir dann in Wir sind ja auch gerade, wir sind gerade, also die zwei Jungs sind gerade dabei, alles aufzuschreiben und fertig zu machen, dass man sozusagen dem Mond langsam ins Visier nimmt. Weil wir gesagt haben, wir wollen jetzt auf jeden Fall langsam, aber sicher dann doch Richtung EV laufen. Ja, die verzweifeln gerade. Ich habe schon gesagt, ich schaue es mir erst an, wenn ich soweit bin. Die haben schon vorher gemacht. Zweifel halt später. Den halt auch immer les und mitkriegt, dass sie immer sagen, ja, können halt eine Mondbasis nicht bauen. Das ist jetzt das, was ich von gestern mitgekriegt habe. Wir können keine Mondbasis bauen, weil wir zuerst zum Mars müssen, damit wir eine Mondbasis bauen können. Habe ich mir meinen Teil gedacht, aber was halt, kann ich ja nicht ändern. So, jetzt machen wir Messung. So, wir haben jetzt 46. Oh, 46 würde heißen, ich habe eine Unterteilung in 15. Dann mache ich das jetzt auch mal so. Von hier aus laufen bis 15. Was ist das da? Gesagt, das Gebäude kann sich nachträglich nochmal ändern. Böse sein. Aber wie gesagt, wenn wir jetzt dann merken, ich brauche gar nicht so viel Platz, dann wäre es ja eigentlich Schwachsinn, das Gebäude so groß zu machen. Weil ich bin nämlich schon gerade der Meinung, dass es fast schon zu lang ist. Aber das wird dann auch off passieren. Weil glaube nicht, dass ihr fünfmal sehen wollt, wie ich eine Bank auf- und wieder abbaue.
Ich habe mir hier mal einen Eingang reingebastelt, weil ich brauche die ganze Zeit Marble. Habe ich immer keinen Bock, komplett außen rum zu laufen. Der Vorteil, wenn man Silk Touch hat. Gleich nochmal ausmessen, wie groß das der Bereich ist. Also. Du bist jetzt von hier, hier 15. Du bist von hier, hier 18. Du bist von hier bis hier ebenfalls 15. Und du bist von hier bis hier 21. Das ist mir fast schon zu groß. Das ist mir zu groß. Weiß. Und das kommt vom aus meinem Mund. 21, 20, 19, 18. Weiß, das kommt weg. So, das bleibt auf jeden Fall schon mal so. Das da wieder hier hin. Mag meinen Magneten. Ab und zu hasse ich den Magneten, aber ab und zu mag ich auch den Magneten. Gestern war es mir nochmal so lustig, da hat er angefangen, die Sachen rumzuwirbeln. Da war dann irgendwo ein Hopper da gestanden. Ich habe schon gesagt, Gott sei Dank war da kein Hopper im Ark, beim Arkwernis in der Nähe, weil der hätte mir meine Maschine zerstört. Ja, diese Name-Maschine. Ja, weil er hingegangen ist und die rumgewirbelt hat, und auf einmal war sie weg. Und ich, wo ist jetzt meine Maschine? Ja, hat es ja aufgeräumt. In den Hopper. Nein, ich muss einmal einen gehen. Wie gesagt, das wird hier auch auf jeden Fall mehr mit Steinen gearbeitet als mit Marble. An den Positionen, wo man es nicht sieht. Ja, weil er wär meiner Meinung nach ein bisschen doof. Wir es dann hingehen und sagen, okay, weil das Ding wird zwei oder drei hoch werden. Er wirklich so eine Art Empore sein, wo man hochläuft. Und da braucht da drin nicht Marble sein, sondern da wird irgendwann drin halt Stein sein, also sowas da. So viel Marble haben wir auch noch nicht. So. Ist auf jeden Fall ein Riesenraum. Wenn ich mir die Bank jetzt so von oben schon mal angucke. Ist auf jeden Fall nicht klein. So, dann heißt es jetzt für mich, wir laufen hier einmal rum. Machen mal Marble hin.
schauen mal, ob die Höhe mir reicht. Oder ob wir noch mehr brauchen. Noch einen weiter nach oben gehen. Also ich brauche auf jeden Fall ja eine Schmelze, die sag mal, mindestens 5 hoch ist. Weil, wie gesagt, es muss ja auch ein Deckel drauf. Damit ich da den Enderman halt reinstellen kann. Weil, wie gesagt, einen habe ich. Weiß nicht, das. Sieht man leider nicht, aber ich habe einen Undying Enderman. Und ich muss mir halt noch was überlegen, dass man auch nicht mehr die Schmelze abbauen muss, sondern dass man den irgendwie rein plumpsen lassen kann mit Dropper oder ähnliche Maschinen. Muss ich auch gucken, was man da hinkriegen. So, dann heißt es, wir haben jetzt das soweit fertig. Und dann heißt es jetzt von mir. Weit bist jetzt du? 18 habe ich gesagt, ne? Genau. So, ich möchte eigentlich haben links und rechts eine Treppe. Dann möchte ich haben, dass da oben irgendwie ein kleiner Brunnen ist, der wohl hier runterfließt. So eine Art Brunnenmonument. Hab dann links und rechts eine Treppe und dann habe ich auch noch Säulen. Kann jetzt sogar sein, dass ich die drei da hier wieder hinmache, dass ich das als Foyer davor auch nochmal mache. Wird sich entscheiden. So, ich bin jetzt nur gerade nicht sicher, ob mir das reicht mit diesen zwei Höhe. Ich glaube, ich nehme eine Dreierhöhe. Aber bevor ich das natürlich mache, halt erstmal gucken, ob man daraus überhaupt Treppen machen kann. Ja, kann man. Brauche ich nämlich die nicht schneiden. Das heißt, ich muss das jetzt in drei Teile unterteilen. 18 durch 3 ist ja schon mal 6, das wissen wir. So, das heißt jetzt, ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann habe ich 2, 4, 6. 2, 4, 6. Dann hätte ich gesagt, dieses Brunnenelement machen wir 4, also das heißt von hier bis hier. Da wird da eine Säule hinkommen, dann werde ich hier mit der Treppe hin. Brauche jetzt erstmal noch Hintergrund. Auch da noch mal Marvel drunter, dann noch mal die kann aber auch noch sein, dass da noch eine vierte dazu kommt. Muss ich so, dann habe ich hier dasselbe. Dahin. Gerade, dass noch keine Connected Texturen für Treppen gibt. Ja, gerade irgendwie nett. Treppen, das sind genau auch. Heißt, ich kann jetzt dann hier, ich könnte jetzt dann hier hochlaufen. Ich sag, vielleicht zieht sich es nochmal eins nach vorne. Wenn ich es nach. Nee, nach vorne, weil ich will noch mal einen ja noch. Könnte dann hier ja auch die Treppe reinbauen noch mal.
Aber dass wir das noch einmal umziehen. Ich habe jetzt sogar schon, bin ja schon beim Überlegen, wie die Straße ausschaut. Weil es gibt ja auch diesen schnellen Belag und was halt auch eine lustige Idee ist, dass man halt dann in diese Straße auch so Lichtelemente mit reinbaut. Würde schon geil ausschauen, aber das müsste ich ja komplett alle Straßen wieder ändern. Was ich halt nicht weiß, ist, wenn ich da halt Concrete hinmache oder Asphalt, dann läuft man ja schneller, ob dieser Mechanismus auch das schneller Futter verbrennt. Weil dann macht das ja überhaupt keinen Sinn. Mir kommt das sowieso so vor, als würde ich mittlerweile in dem Spiel nur noch futtern. Aus. So, dann wird es jetzt dann gefüllt. Hier kommt dann auch noch mal eine Treppe hin. Machen wir gleich. Dann werde ich auch bis zum nächsten Mal anfangen, ein bisschen die Grundstruktur noch mit rein. Oder nee, beim nächsten Mal machen wir gemeinsam weiter. Nein. Weiter nichts vor, das machen wir gemeinsam. Bin froh, wenn mein Rechner aufnimmt. Was ich noch sagen kann, weil ihr vielleicht euch auch schon mal gewundert habt, dass mal als auch mal an einem Samstag kein Video rauskam. Also wie gesagt, liegt halt daran, wenn halt mein Computer nicht will, dann will gar nichts. Wie gesagt, ich bin gerade dabei, noch ein bisschen dran rumzubasteln, was sonst die, die auch gerade diese Folge nicht sehen, also funktioniert sie auch teilweise. Aber wir rücken ja mit mächtigen Gange Richtung August vor. Und im August kann es passieren, dass es nur noch Wochenendvideos gibt. Nicht erschrecken, ich versuch's beizubehalten, aber nicht erschrecken, wenn es auf einmal ein Video oder so weniger gibt. Wie gesagt, kommt aufs Wetter auch mit drauf an. Urlaubszeit naht und dann hat man halt auch weniger Zeit. Aber es gibt auf jeden Fall wöchentlich weiterhin Content. Das ist wichtig für euch zu wissen. Also es gibt bei mir auf dem Kanal keine Sommerpause. Nein, das habe ich eingestellt, habe ich gemerkt, dass das blöd ist. Und ja, das wollte ich euch halt noch sagen. Es kann sein, dass es halt weniger gibt. Das ist halt zum Beispiel Sache, okay, ich mache jetzt zum Beispiel Freitag, Samstag und Sonntag und dafür gibt es halt Montag und Mittwoch dann mal kein Video. Kommt halt darauf an, wie viel das ich schaffe aufzunehmen und vor allem im Voraus aufzunehmen, weil ich fahre auch mal weg. Und dann, es ist zwar erst im September, aber ich muss ja auch vorher aufnehmen, wie gesagt, und dann kommt es auch noch darauf an, mein Büro hier, was ich habe, umbauen, will einen neuen Schreibtisch mir besorgen, neuen Computer und da kann es halt passieren, dass ich auf einmal eine Woche lang halt keinen PC habe, bis ich alles wieder so weit eingerichtet habe, dass alles läuft. Und wie gesagt, und ich muss halt vorher den Content hinkriegen. Hoffe, ich schaff's, aber es kann halt leider auch sein, dass es nicht schaffe. Und dann muss ich halt die Videos, die ich habe, strecken. Das meine ich damit. Genau. So, wenn ihr noch Fragen und Anregungen habt, dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Ihr könnt auch gerne im Discord vorbeikommen, da uns anschreiben. Da könnt ihr mir auch, das ist wichtig, ich möchte den Discord auch ein bisschen umbauen. Diejenigen, wo den Discord kennen, sagen, ja, das ist gut, das ist nicht gut. Was hättet ihr gerne anders? Dann schreibt mir das auch rein. Könnt ihr mir hier in die Kommentare schreiben oder dann drüben im Discord. Genau. Und
Dann hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat. Dann lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann wieder das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.